Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Schrägstrich Vlog. Heute was ganz Besonderes. Ich habe euch die letzten, ich würde sagen, 2 Wochen mitgenommen bei einem kleinen Studio-Makeover. Ich habe die letzten Wochen sehr, sehr viel Zeit hier unten in diesem Raum verbracht, mir überlegt, was stört mich, was brauche ich, wo will ich hin und wie kann ich das Ganze so ein bisschen einfacher für mich machen. Ihr wisst es, ich verbringe sehr, 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 sehr viel Zeit in diesem kleinen Kellerraum und ich habe mich hier nie so drin wohl gefühlt. Wenn ihr euch vielleicht erinnert an meine alte Wohnung, wo das Studio in dieser Galerie war, also es ging ja die Treppe hoch und dann hattest du über dem Wohnzimmer nochmal so eine offene Galerie, wo man, also das war der perfekte Ort für ein Studio und das habe ich ja nicht mehr und dann bin ich direkt hier in diesen Kellerraum gezogen, der eigentlich nicht so wirklich ein Keller ist, aber es fühlte sich immer noch so ein bisschen provisorisch an. Und jetzt habe ich mich wirklich hier einmal hingesetzt und überlegt, was will ich nochmal verändern? Wie kann ich am Ende des Tages das Video, was dann bei YouTube ist beispielsweise, also im Querformat, ein bisschen passender machen? Und ich glaube, das habe ich geschafft. Ich nehme euch heute mit. Wir bauen die Möbel auf. Ich zeige euch den neuen Schreibtisch. Ich zeige euch die neuen Pflanzen. Alles, was ihr kennen müsst. Und freue mich darüber sehr. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß und freue mich auf euer Feedback. Vor dem Schrank habe ich tatsächlich schon ein bisschen Angst. Der ist nämlich bestimmt schon 20 Jahre alt. So sieht er tatsächlich auch aus. Ne, hier ist Haarfärbemittel eingefärbt. Der ist sehr, 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 sehr unordentlich und auch viele Sachen drin, die ich einfach nicht mehr brauche. Ich meine, warum habe ich diesen Schwamm noch, ne? Also kann halt einfach weg. Ich habe eben schon mal so ein bisschen angefangen. Ich habe einmal durchgeschaut, ob hier Sachen drin sind, die ich vielleicht nicht in der Kamera zeigen kann. Aber, also schaut hier gerne mal rein. Nenn mir bitte ein Produkt hier drin, was ich hiervon noch brauche. Die Schublade ist tatsächlich wiederum ziemlich spannend, denn hier sind viele Samples drin, die es nicht geworden sind. Da muss ich jetzt einmal kurz ein bisschen durchschauen. Ich habe hier einmal eine Kiste gepackt. Da packe ich Samples rein, die es nicht geworden sind. Ich sammle die Tatsache alle. Schaut mal, hier ist mein Zauberpuder, wie kaputt es ist. Sind viele Sachen, die ich euch nicht zeigen kann, weil, das heißt ja nicht nur, weil sie jetzt nicht rausgekommen sind, dass sie vielleicht niemals rausgekommen sind, aber beispielsweise hatte ich hier mal eine Musterpalette für die Kollektion, die Essentials, einfach um verschiedene Farben zu finden und zu testen, war das zweite Sample. Hermes hat da drin gar nichts zu suchen, der Blush auch nicht. Die grauen Farben, der Bouncy Highlighter, der Blur Stick, da hatte ich eine Verpackung. Hier war die zweite Runde von dem Glow Primer drin. Blur Stick, andere Verpackung. Hier ist nochmal ein Pudermuster gewesen. Und hier war dann das finale Sample für den finalen Lipgloss aus der Essentials Kollektion drin. Das habe ich halt hier immer in der Schublade gehabt, weil ich die immer zumachen konnte, dass man das Ganze nicht sieht. Die kann weg. Das kann weg. Müll, Müll, Lipgloss, das kann jetzt auch weg hier. Ich habe mir nämlich was geholt. Habt ihr schon mal so große Müllbeutel gesehen? Da mache ich alles rein, was ich nicht mehr brauche und das ist einiges. Und somit ist die erste Schublade leer. Pinselreiniger Backup muss nicht hier sein. Das war mal meine, ich mache so kreative Make-up-Looks. Was ist das hier? Ohren, okay. Kunst, Wundschorf, ja. Das brauche ich halt alles nicht. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Look gemacht habe, wo ich das gebraucht habe. Den Ordner kann ich nur aufheben. Ja, nee. Also, ne, da habe ich keine Verwendung für. Das ist schon auch, das fand ich halt auch so alt. Die ist bestimmt 6 Jahre und ich mache das nicht mehr und ich will das auch ehrlich gesagt nicht mehr in mein Gesicht machen. Versteht mich da bitte nicht falsch, wenn ich da so ein bisschen respektlos die Sachen aussortiere. Aber die Sachen liegen hier seit, also wir sind seit 2,5 Jahren hier. Vorher habe ich 2 Jahre in der Wohnung gelebt, vorher 6 Jahre, würde ich sagen, sind die Sachen hier drin gewesen. Und so 6 Jahre abgelaufenes Zeug will ich auch ehrlich gesagt einfach nicht mehr in mein Gesicht packen. Und auch bei der Pinsel- und Schwammschublade kann ich eigentlich mal aussortieren, weil ich benutze eh meistens nur dieselben Dinge. Der ist noch okay, der ist schon toll, der ist auch noch okay. Den liebe ich so, der war von Ariel und Morphe. Oll. Ich habe ja auch so viele neue. Boah, ich hätte jetzt gerne eine Schere. Ich habe hier leider keine gerade.
Der ist auch okay. Die liebe ich hier von Real Techniques. Die sind so ein bisschen mit so einem, also die fühlen sich so filzig an. Das sieht halt auch einfach nicht schön aus. Ne? Ich mache das hier nicht zum Spaß, sondern das ist ja einfach mein Job, hier zu sitzen und euch die Produkte zu zeigen. Dann kann ich nicht mit so abgewiedelten Schwämmen arbeiten. Dammliger Lippenstift. Und deswegen ist da nicht mehr viel drin. Deswegen können die Pinsel an sich eigentlich alle da bleiben. Ich muss mal gucken. Ich weiß leider noch nicht, wie der Tisch aufgebaut ist. Ich glaube, der hatte links und rechts Schubladen. Das heißt, ich kann das so beibehalten. Aber die Schublade ist erstmal okay. Die Schwämme können hier wieder mit rein. Die hebe ich auf, weil die sind noch okay. Aber ich habe halt ein paar. Ne, der ist auch schon oll. Der ist auch oll. Komm, weg damit. Ich hab ja genug Schwämme. Ich habe ja auch noch ein paar unbenutzte. Aber ich bin halt so eine... Ich glaube, es liegt daran, dass ich aus einer Zeit komme, wo ich jedes Teil gehortet habe, weil ich Angst hatte, dass es bald wieder weg ist. Ja, dass ich... Jetzt habe ich mal gerade 3 Schwämme und ich habe, glaube ich, so ein Ding, so was Materielles, dass ich mich schlecht von materiellen Dingen trennen kann, die ich jetzt im Überfluss vielleicht habe, die ich mir vorher hätte aber nie irgendwie erträumen können. Ich meine, ich habe damals... Wow. Ich habe damals ein Duschgel reviewed für 2,99 €. Ich habe daraus probiert, so viele Videos, wie es möglich geht, zu machen, um Content für wenig Geld zu machen. Und jetzt habe ich halt, ist es ja einfach eine andere Situation. Ich mache das ja schon viele, viele Jahre und ich kann mich trotzdem von den Dingen nicht trennen, weil ich Angst habe, dass es irgendwann wieder weg ist. Was einfach Quatsch ist, weil es ist nur was Materielles, was mich nicht glücklich macht. Also es macht mich, ich habe immer gedacht, dass je mehr ich habe, desto glücklicher ich bin, ist ganz anders, weil es mich einfach eher belastet, so viel Kram zu haben. Das ist ja nichts Elementares. Klar, ein gutes Pinselset reicht. Ein gutes Pinselset. Du brauchst nicht 17. Ja, hier bin ich ehrlich gesagt ein bisschen traurig. Erinnert ihr euch noch an mein Pinselset mit Letizia? Das waren auch 2 Muster, die wir hatten. Einmal ein Foundation Brush, so ein tolles Teil, und ein Puder Brush. Aber die wären einfach zu teuer gewesen. Die sind ja handgemacht gewesen, ne? Und das Pinselset damals war ja schon sehr teuer. Da waren, glaube ich, 5 Pinsel drin. Und diese beiden Pinsel hätten jeweils mindestens 30 € kosten müssen. Und das konnte ich nicht verantworten. Das wollte ich auch nicht. Deswegen sind die niemals rausgekommen. Und das Pinselset gibt es ja jetzt auch nicht mehr. Und hier, wichtig, wichtig, wichtig. Wenn ihr diese Dinger findet, bei euch in irgendeiner Schublade, hebt die auf. Das ist das Beste, was ihr machen könnt, um eure Pinsel so langlebig wie möglich zu halten. Wenn ihr eure Pinsel wascht und trocknet, schon so halbtrocken sind, einfach rein. Und so machen, dann kriegen die wieder ihre Form. Das ist so, so wichtig. Deswegen hebe ich die Dinger auf jeden Fall auf. Ansonsten ist hier auch nichts, wo ich sage, ein Augenbrauenstift, okay. Das muss weg. Okay, dann ist das hier, ist der Schubladenschrank schon fertig? Ich habe es mir ehrlich gesagt ein bisschen schlimmer vorgestellt. Ich habe das gesucht. Ganz unspektakulär. Wisst ihr, was das ist? Wisst ihr, was das ist? Das sind so Farben für einen Weißabgleich, damit die Kamera, also ich halte es dann daneben und dann weiß die Kamera, das ist weiß und alles muss so eingestellt werden, dass es weiß ist. Eigentlich habe ich das früher immer in die Kamera gehalten, mittlerweile habe ich die Kamera, also die Hauptkamera so eingestellt, dass es immer passt. Aber dieses Ding hier, gerade die Kamera, mit der ich jetzt filme, die wird dann manchmal warm, dann wird sie manchmal kalt. Das ist weiß, liebe Kamera. Das ist das Idealweiß, grau, schwarz. Bin mir ehrlich gesagt auch noch nicht so sicher, was ich mit dem Hintergrund machen soll. Gefällt euch der? Habt ihr vielleicht einen Verbesserungsvorschlag? Schreibt mir das gerne mal rein. Ich hätte das gerne gestrichen in so einem... Habe ich hier irgendwie ein Farbmuster? Nee. In so einem ganz, 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 ganz leichten Salbeigrün. So ein Sage. Sage? Salbei, ja. So ein ganz leichtes Sage-Ton. Nee, das ist schon zu grün. Also das ist so ein bisschen Lindgrün. Nee, Vielleicht habt ihr eine Idee, dann schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Halt ein Problem, worüber wir noch nicht gesprochen haben, bezüglich vor allem auch des Hintergrundes, ist, dass eigentlich der komplette Keller saniert werden sollte. Na, also wir haben ja diese furchtbare Holzdecke und auch die Wände sind ziemlich oll. Ich habe in diesem Raum keine Heizung. Das war nämlich der Kohlekeller, beziehungsweise war das mal eine Speisekammer, die natürlich nicht beheizt werden musste. Und der Boden hier drunter ist hässlich. Also ihr seht das da. Das ist nur Vinyl. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus, aber hier drunter
ist das da. Und das ist natürlich nicht so toll. Das speichert natürlich auch Feuchtigkeit. Es riecht dann immer so ein bisschen muffig. Es müsste eigentlich der komplette Boden müsste einmal rausgerissen werden, genauso wie die Wände überall. Dafür ist einfach jetzt auch erstmal kein Geld da. Eine Sache habe ich noch, und zwar habe ich ja hier diesen Pflanzkübel, ne? Und das sieht richtig, richtig cool aus, wenn ich die Kamera immer so ein bisschen schräg positioniere, dass sie so ein bisschen im Bild ist. Aber die meisten YouTube-Videos sind ja parallel, ne? Und dann sieht das immer so ein bisschen ungleichmäßig aus. Und diese Pflanzkübel in Anthrazit, die habe ich bei Amazon gefunden. Damals schon, habe zwei schon, einmal hier und einmal hinten im anderen Büro. Da ist es ziemlich gut, aber ich will den jetzt nochmal für diese Ecke haben, dass das Bild symmetrisch ist. Die Pflanze hingegen ist mir aber ein bisschen zu üppig. Und ich habe jetzt hier mal bei Amazon was gefunden. Ich finde den eigentlich ganz hübsch. 90 cm oder 120. Ich muss jetzt einmal schnell ausmessen. Ein gut organisierter Hausmann hat selbstverständlich immer einen Baustock hier liegen. So, 90 cm war das eine, ne? Das wäre. 90 wäre bis hier. 1,20 wäre bis hier. Das ist viel zu hoch. Das ist ja dann fast so groß wie ich. Okay, dann bestelle ich noch einmal den Pflanzkübel und zwei, Anzahl zwei Stück. Sind sie dann günstiger? Ja, na klar. Boah, richtige Schnäppchen. Wenn du zwei kaufst, eins kostet 36 Euro, zwei kosten 55 Euro und dann kannst du aber nochmal den 20% Rabattcoupon hinzufügen und die werden Mittwoch schon geliefert in den Einkaufswagen. Okay, das ist natürlich ein Schnapper. Ich glaube, das sieht ein bisschen moderner aus, weil ich habe ja diese Dinger hier, da darfst du nicht nah ran genug gehen. Also ich muss dazu sagen, ich liebe Renovierungsarbeiten, aber ich bin halt einfach nicht so gut drin, weil ich zeig's euch. In der Kamera sieht man es immer nicht, weil da ist ja dann Unschärfe mit drin. Ja. Ne? Also ist jetzt nicht so ordentlich gemacht. Und das ist auch nicht so ganz gerade, aber das hat halt einfach nicht richtig geklebt. Und dann kann die nämlich dahin, wo sie eigentlich mal hin sollte. Ja, ich glaube, das sieht ordentlicher aus, wenn das drin ist. Pflanzkübel habe ich drin. Ich habe das hier noch gefunden. Bestelle ich das auch noch mit? Das wollte ich eigentlich nochmal aufheben. Ich habe euch ja den Drehteller schon gezeigt. Ich habe den jetzt nochmal gefunden. Aber der hat noch eine Schublade drin. Aber eigentlich brauche ich das nicht. Kann erstmal raus. Kann ich dann immer noch bestellen. Ich glaube, es sieht schöner aus, wenn es gleichmäßig ist. Mittwoch kommen die Olivenbäume und Donnerstag bis Freitag der Pflanzkübel. Ist nicht ganz so schlimm. Notfalls kann ich den Pflanzkübel von da hinten nehmen. Jetzt kaufen. Okay. Das nächste Problem ist dieses Kabel. Da haben wir, glaube ich, noch Kabelkanäle. Da. Also. Das ist ja eklig. Ekelhaft. Und diese. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache. Das sind ja so Schaumstoffdinger, dass die Akustik hier drin ein bisschen besser ist. Man hört es ja auch, ne? Das ist so ein bisschen halt. Ich habe überlegt, ob ich die einfach an die Decke mache. Oder ob ich hier diese Lücke hier schließe damit. Ich weiß es noch nicht. Da muss ich mir erstmal was überlegen. Aber wir kommen zum richtigen Produkt. Zum richtigen Produkt. Aber wir kommen zum Ergebnis. Weil das hier ist ja ungefähr das Bild, was man sieht, wenn man, also wenn ich das YouTube-Video habe. Das Einzige, was mich gerade hier ein bisschen stört, ich weiß nicht, ob man es erkennt, ist der Schatten dieser Wand. Deswegen habe ich das ja immer so ein bisschen gedreht gehabt und mich dann schräg gesetzt, weil das Licht den Schatten da so ein bisschen reduziert hat. Aber wenn ich das mittig mache, so, und der Baum davor steht, weil das ist nicht gerade. Ungefähr. Nee, warte mal. So, dann sitze ich zentral. Da könnte ich das Licht noch ein bisschen. Schau mal, ne? Das ist halt einfach nur so ein Lichtding. Wobei ich das, glaube ich, gar nicht so schlecht finde, wenn das so ein bisschen dreidimensionaler ist, weil ich sehe ja schon sehr platt aus. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ich in dem Format drehe, dann kann ich. Sieht man, wo ist denn das Raster hier eigentlich? Ist das hier so der Bereich, den man bei Reels oder so immer sieht? Da wäre das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Und dann hast du immer noch so ein bisschen was davon da. Es wäre natürlich schon schön, wenn der Hintergrund eine andere Farbe hätte, ne? Aber auf der anderen Seite kann ich ja die Farbe hier so ein bisschen ändern und dann passt sich das ja an. Nun gut, okay, aber das gefällt mir ganz gut. Wenn das hier gleichmäßig ist, dann ist das ein
angepassteres Bild. Hoppala, guten Morgen. Dienstag, angeblich kommt heute der Tisch und das heißt, der Tisch muss leer werden. Die Schubladen vor allem müssen leer werden. Ich habe mich jetzt erstmal entschieden, erstmal alles hier in die Kisten zu machen, damit ich dann, wenn ich einräume, aussortieren kann. Es würde wahrscheinlich andersrum mehr Sinn machen, aber da habe ich keine Lust drauf. Ich mache es manchmal gerne ein bisschen komplizierter. Also klar, wenn ich so ein paar Sachen sehe, so Müll oder so, das kommt dann natürlich direkt weg. Aber erstmal müssen wir den Tisch leer machen und wir müssen den neuen Tisch aufbauen und ich hasse Möbel aufbauen. Ich hasse es abgrundtief, aber es hilft nichts. Wir wollen, dass dieser Raum hier schön wird und ich freue mich. Ich sage euch, wie es ist. Der beste Hack, den ich jemals hatte, war diese 99 Cent Schale von Ikea. Das ist eine Besteckschublade. Die passt eigentlich, ich hoffe auch in den neuen Tisch, in jeden Tisch. Du hast hier ein paar Fächer, es passt hier alles mit rein. Und du kannst sie sogar in die Spülmaschine machen. Oder du kaufst sie einfach für 99 Cent neu, wenn die durch ist. Na, ich würde sagen, wir kommen wirklich gut voran. Es war jetzt bisher einfacher als gedacht, weil ich natürlich schon gut vorbereitet habe. Aber jetzt schaut euch mal bitte diesen Tisch an. ja, der ist natürlich sehr, sehr klein. Also meine Hand zum Größenvergleich, der ist vielleicht 1,20. Ich glaube, 1,20 ist er sogar. Das ist natürlich viel zu klein. Das ist ein Reflektor. Eigentlich wollte ich den nicht mehr haben. Ich muss mal gucken, aber ihr hört es. Der Hall ist natürlich extrem hoch. Ob ich das hierhin vielleicht mache, dass der Ton hier ein bisschen besser wird. Ich glaube, das entscheidet dann aber, wie sich der Raum so dann verhält, wenn hier alles wieder mit Mobiliar voll ist. Aber krass, wie viel größer der Raum aussieht. Den Tisch habe ich jetzt einmal zur Seite gestellt, damit ich hier hinten rankomme. Ich habe jetzt hier erstmal diese Schaumstoffdinger komplett weggemacht. Ja, und jetzt kümmere ich mich hiermit. Hier rum, ne? Das ist... Also die wird da bestimmt schon eine Weile liegen. Ich würde sagen, die wird glowy sein, die Foundation. Die ist ja auch einfach gar nicht fest geworden, ne? Schon eklig. So, Hausmeister Maxim ist am Start. Ich habe mir mal hier einen Kabelkanal geholt für dieses eine Kabel hier. Das muss ich natürlich einmal kürzen. Die Frage ist nur, ich habe nur zwei Hände und keine Ablagefläche hier wirklich. Dann, ich brauche einen Zollstock. Wo ist der denn jetzt? Denn, also es geht ja von hier nur bis hier und da ist ja dann der Stecker. Okay. 1,30 Meter. 1,30 Meter, 1,30 Meter. Machen wir mal 1,35 oder 1,32. Okay, geschafft. Jetzt kann nämlich das hier einmal ab. Passt es überhaupt hier rein? Das hätte ich mir vielleicht vorher einmal anschauen sollen. Ja, nice. Okay. Ja, ist schon wirklich beeindruckend, was so ein Kabelkanal ausmacht. Das ist gleich viel, viel ordentlicher. Aussieht. Was mich so ein bisschen stört, ich glaube, ihr seht, sind so diese unebene Wand überall. Das wurde halt einmal irgendwann verputzt. Der Plan ist ja wie folgt, dass wir hier irgendwann, ich denke mal in den nächsten 2-3 Jahren, alles rausreißen. Also Decke, Wände und vor allem den Fußboden. Ich zeige euch den mal, wie der eigentlich aussieht. Schön, ne? Richtig, richtig schöner Fußboden. Und das ist natürlich... Auf jeden Fall eine Kostenfrage, weil hier drunter ja auch ein paar Rohre sind und wenn wir den Boden eh schon aufmachen, dann können wir auch gleich die Rohre austauschen und das ist einfach ganz schön viel Geld und wir haben ganz schön viel Geld die letzten Monate für alles andere ausgegeben und es ist ja auch nicht wichtig, also es ist ja kein Schaden hier, sondern wir wollen ja einfach nur, dass es ein bisschen schöner wird und ich glaube, das kriegen wir damit ganz gut hin. Ich warte jetzt auf die Spedition, soweit ist hier eigentlich alles fertig und dann geht's ans Aufbauen. Akkubohrer aufladen. Verzeiht mir bitte meinen schweren Atem. Der Tisch kam gerade, ich habe ihn schon mal ausgepackt. Das Ding ist so, so schwer, fühlt sich aber ganz gut an. Es besteht auch Tatsache irgendwie gefühlt eigentlich nur aus Schubladen. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Klar, es ist Holz, ne? Aber er hat jetzt auch
kein Vermögen gekostet. Ich denke mal, er passt. Ich hatte ein bisschen Angst, weil die Tischplatte sah so groß aus. Die ist jetzt noch hinten in der Garage. Aber ich werde mich jetzt hier mal mit beschäftigen. Angeblich soll es 150 Minuten dauern. Ich würde sagen, wir brauchen mindestens 300 Minuten. Mal gucken. Also ich bin ehrlich, ich hasse es. Aber ich hasse generell Möbel aufbauen so, so sehr. Und gerade diese Schubladen, also die Schublade an sich selber zusammenbauen, gar kein Problem. Aber diese Scharniere, furchtbar. Angeblich 150 Minuten? Ich glaube nicht. So, Scharniere sind jetzt aber drin. Hoffentlich richtig rum, denn da steht ja nicht so viel. Ich glaube, das war für mich jetzt auch schon. Also Schubladen muss ich noch zusammenbauen, aber das mache ich im Anschluss dann, weil das kann ich dann im Sitzen machen, gemütlich. Ich glaube, jetzt kommt schon die Tischplatte. 1, 2, 4, oh Gott. Das ist ja furchtbar. Ich habe auch so einen Hunger, es ist so warm. Ich kriege immer richtig schlechte Laune. Richtig schlechte Laune beim Tisch aufbauen. Gut, ich schaue mir das mal in Ruhe an. Ich glaube, mittlerweile kann man auch erkennen, dass es ein Tisch sein soll. Aber es ist ja wirklich bescheuert gemacht. So. So eine fisselige Arbeit. Und er ist größer als gedacht. Aber es gibt nicht genug Platz. Es gibt nicht zu viel Platz. So. Okay, die Stunde der Wahrheit. Die Tischplatte. Aber wie rum? Ist egal eine Option beim Möbel aufbauen? Oh, der ist aber super hoch. Ich kann es ja kaum glauben, aber der Tisch, er steht. Wie schön sieht der bitte aus? Und der ist wirklich größer als gedacht. Ich werde ihn gleich noch ein Stückchen hier an die Wand schieben. Aber die Schubladen und also selbst die Griffe, ne? Meistens sieht man ja bei so, in Anführungszeichen, günstigen Tischen, ne? Dass die, also es ist halt immer noch hier so Pressholz, ne? Aber was ich sagen wollte, das hier ist wirklich Metall. Das ist kein Plastik. Das fühlt sich richtig, richtig gut an. Lässt sich gut schließen. Und vor allen Dingen diese Schublade hier ist gigantisch groß. Also da passt wirklich viel rein. Ich muss das natürlich nochmal austarieren. Aber das hat echt eine Weile gedauert. Aber ich freue mich, dass der Tisch jetzt steht. Ja, ich würde sagen, die Olivenbäume sind da. Auf beiden Seiten. Also, von Namen darfst du sie dir nicht angucken. Ne? Ich meine, was ist das denn hier? Da hört der Stamm einfach auf und das geht hier hoch. Die Blätter sind aber ganz okay. Du kannst das hier alles wirklich so ein bisschen noch knicken. Habe ich jetzt alles noch nicht gemacht. Diese Oliven hier dran, ja, weiß ich nicht, ob man die hätte da unbedingt dran machen müssen. Oh, warte mal, ja. Der Sticker kann auch noch ab. Ja, es ist okay. Ich finde, im Video sieht das wirklich gar nicht so schlecht aus.
Und im Gesamtbild ist das dann auch völlig in Ordnung. Aber meine wirklich große Liebe ist definitiv dieser Tisch. Der hat sich jetzt schon bezahlt gemacht. Ich habe den ja jetzt hier schon fast eine Woche stehen. Und ich lieb's. Also ich habe so viel Platz hier in den Schubladen. Es ist, gut, es ist nicht mehr ganz so ordentlich jetzt, ne? Aber ich arbeite hier. Es soll ja auch kein, weiß ich nicht, keine Drogerie hier werden. Diese Griffe, es ist einfach so, so schön. Es gefällt mir richtig, richtig gut, oder? Es ist einfach so, so schön. Ich fühle mich wirklich wohl. Ich glaube, dass dieser große Sprung irgendwie gar nicht so eindeutig mit rüberkommt, aber aus meiner Perspektive doch schon. Alleine dieser Tisch, und das ist ja das einzige wirklich große Möbelstück, was ich gekauft habe, hat das so viel ordentlicher gemacht und so viel praktischer für mich gemacht, weil ich einfach auch ganz andere Perspektiven machen kann. Beispielsweise habe ich jetzt eine neue Perspektive für meine Stories gefunden. Wenn ich die Kamera dort platziere, sieht man immer noch so ein bisschen was vom Tisch. Ich kann hier was raufstellen, man sieht auch noch ein bisschen mehr vom Raum. Und das sieht einfach so viel wohnlicher und auch ein bisschen ordentlicher aus. Muss man so sagen. Klar, seht ihr jetzt nicht, da hinten stehen alles, die ganzen Adventskalender. Ich drehe jetzt nämlich gleich im Anschluss 1, 2, 3, 4, 5 Adventskalender-Videos. Ja, also mir macht das, es tat mir gut, sagen wir so, es tat mir wirklich gut, das hier so ein bisschen zu verändern, weil ich einfach auch eine Motivation bekommen habe. Und im Moment, ich vielleicht habe das mitbekommen bei anderen auch, ist irgendwas passiert, gerade bei Insta und vor allem auch bei TikTok, auch bei YouTube, brauchen wir gar nicht drüber sprechen, wo alles so ein bisschen im Wandel ist und man sich als Creator so ein bisschen alleine gelassen fühlt. Und das ist total demotivierend, ne? Und wenn man, man geht ja auch nicht gerne zur Arbeit, wenn man weiß, dass die Arbeit nicht wertgeschätzt wird vom Chef. Ihr seid ja eigentlich mein Chef, aber ihr seid der Oberboss, der CEO und der Abteilungsleiter YouTube legt einem die ganze Zeit Steine in den Weg oder auch Insta oder TikTok. Und das ist sehr, sehr demotivierend gewesen. Aber es hat mir jetzt gut getan, hier einfach auch mal so ein bisschen mehr Liebe und ein bisschen Zeit zu investieren. Ja, ich würde sagen, die Olivenbäume. Ja, also ich hätte vielleicht doch die größere Version nehmen sollen. In den Videos ist es aber in Ordnung, weil ich die Kamera jetzt auch ein bisschen tiefer gesetzt habe und nicht mehr so weit von oben runter. Dann sehen die nicht ganz so klein und mickrig aus. Das hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen. Das Einzige, was ich hier noch machen muss, ist den Ton. Irgendwas stimmt noch nicht. Ich glaube, es liegt daran, dass hier ist ja diese offene Wand in den anderen Bereich des Raumes rein. Ob ich mir da vielleicht nochmal dann diese Sound-Dinger hinmache, die habe ich da ja auch noch stehen. Ansonsten hat mir das Ganze sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee, was ich hier verändern kann. Dann schreibt mir das liebend gerne in die Kommentare, da würde ich mich sehr freuen. Ich finde das immer ganz besonders hilfreich. Ich bin auch immer noch nicht ganz über die Entscheidung bezüglich der Farbe hinweg. Ich habe eine schöne Farbe gefunden, vielleicht kann ich es euch noch zeigen, von Farrow and Ball. Ich zeige euch die Farben mal. Ich finde die beiden Farben so schön. French, ich blende sie euch ein. French Grey oder Vert de Terre. So ein leichtes Grün. Boy Green ist auch schön. Oh, Chromati ist auch schön. Ach, die sind alle so schön. Vielleicht bestelle ich mir mal ein paar Proben und gucke mal, wie das aussieht. Ich muss natürlich gucken, wie das dann auch im Video aussieht. Die haben wirklich sehr, sehr schöne Farben hier. Das schaue ich mir die Tage einmal an. Vielleicht habt ihr noch einen anderen Vorschlag, dann schreibt mir das gerne einmal in die Kommentare. Wir sehen uns hier am Montag schon wieder mit dem neuesten Video und ich würde mich freuen, wenn ihr auch damit dabei seid. Tschüss!